Heute sind wir hier in Nienburg an der Weser, ganz nah an meiner alten Heimat in Verden an der Aller. Wir hatten hier eine kleine Bühne am Rande des Marktes, des Wochenmarktes, zusammen mit dem grünen Bürgermeisterkandidaten Peter Schmidhüsen. Und das war eine wirklich interessante Diskussion. Auch Bürger sind stehen geblieben. Schon, weil die häufig zu bürokratisch, zu komplex sind. Also was mich hier in Nienburg besonders gefreut hat, ist, dass die Richtlinie, die wir in Brüssel gerade verhandelt haben, über Zahlungskonten, dass die hier ganz direkt Auswirkungen hat. In Zukunft gibt es ein europäisches Recht auf ein Bankkonto für jedermann. Und das gilt eben auch für Flüchtlinge und für Obdachlose. Und das war ein Änderungsantrag, den ich selber auch geschrieben habe und der hier in Nienburg für Menschen ganz konkret das Leben verbessert, weil die jetzt das Recht haben auf ein Bankkonto und damit auch ganz viele Geschäfte machen können, die ihnen vorher verschlossen waren. Ich heiße Karim Iraki und sitze im Stadtrat hier in Nienburg für die Grünen. Es gibt viele Menschen, die hier betroffen sind, die ich betreue durch meine Arbeit, sind Flüchtlinge, Asylbewerber, die ihren Status noch nicht bekommen haben und keinen Zugang haben an Bankkontos und so weiter. Und das hemmt mal ein bisschen. Man ist nicht so frei in seine Bewegung, sprich, wenn man keine Kontonummer besitzt, kann man ja keinen Internetanschluss zum Beispiel als Beispiel beantragen.